Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz. Wir werden Ihnen heute neueste Studienergebnisse zur Buchpreisbindung vorstellen. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Börsenverein und ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich begrüße alle Gäste hier in der Bundespressekonferenz mitten im Regierungsviertel in Berlin, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren Livestream verfolgen. Schön, dass Sie hier sind oder uns zuschauen. Ich darf Ihnen jetzt das Podium zunächst vorstellen. Ich begrüße Professor Dr. Georg Götz. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Zusammen mit seinem Team, das auch hier heute ist, hat er die Wirkung der Buchpreisbindung unter ökonomischen Gesichtspunkten untersucht. Dann freue ich mich, dass Professor Dr. Andreas Fuchs da ist. Er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Osnabrück. Er hat ein Rechtsgutachten über die Vereinbarkeit der Buchpreisbindung mit EU-Recht erstellt. Dann neben mir Professor Dr. Christian Sprang. Er ist Justiziar des Börsenvereins. Er vertritt heute Alexander Skipis, unseren Hauptgeschäftsführer, der hier sein wollte, aber Opfer des Lufthansa-Streiks geworden ist. Schön, Christian, dass du es einrichten konntest. Und ich begrüße außen links Anne-Rose Beurich. Sie ist Inhaberin der Buchhandlung Stories in Hamburg und Vorstandsmitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Schön, dass Sie da sind. In Deutschland kostet ein Buch überall dasselbe. Egal, ob Sie es in der Buchhandlung um die Ecke, im großen Buchkaufhaus oder beim Onlinehändler kaufen. Gebundene Ladenpreise gibt es in Deutschland schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Seit 2002 ist die Buchpreisbindung auch gesetzlich verankert. Auch in 13 anderen europäischen Ländern gibt es die Buchpreisbindung, etwa Österreich, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien oder Ungarn und auch in Ländern wie Mexiko, Argentinien oder Japan. Warum brauchen Bücher feste Preise? Das ist die Überschrift dieser Pressekonferenz und in der nächsten Stunde werden wir dort Antworten aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Frage hören. Einmal vom Dachverband der Verlage und Buchhandlungen, dem Börsenverein, dann aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaften, aus der Sicht des Kartellrechts und aus der Sicht einer Buchhändlerin, denn die Preisbindung fördert ja gerade den Buchhandel vor Ort, wie wir jetzt in Kürze hören auch werden nochmal. Und da möchten wir natürlich auch wissen, welche Rolle spielt das ganz konkret für eine Buchhändlerin vor Ort? Bevor wir starten, noch zwei Anmerkungen. Sie haben hier vor Ort eine Pressemappe mit den Kernergebnissen und einer Pressemitteilung erhalten. Diese Pressemitteilung werden wir auch um 12 Uhr versenden. Alle, die den Livestream verfolgen, finden die Kernergebnisse und die Präsentation ebenfalls ab 12 Uhr und zwar auf unserer Webseite unter dem Link www.börsenverein.de/preisbindung. Gut, dann starten wir. Herr Sprang, der Börsenverein hat vor gut anderthalb Jahren Professor Götz und Professor Fuchs beauftragt, die Buchpreisbindung unter ökonomischen und kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu untersuchen. Warum hat sich der Börsenverein dafür entschieden? Ja, bis zum Jahre 2016 gab es in Deutschland neben der Buchpreisbindung auch noch die Arzneimittelpreisbindung. Und dann kam ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das die als europarechtswidrig aufhob und begründete das unter anderem damit, dass eben die Bundesregierung zur Verteidigung dieses Gesetzes keine substanziellen und insbesondere wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Wirkungen dieses Preisbindungssystems vorgelegt hätte. Und das hat uns bewogen, eben diese wissenschaftliche Nachweis der Sinnhaftigkeit der Preisbindung eben feststellen zu lassen. Und dann haben wir uns eben umgesehen und sind dann eben auf Professor Götz und Professor Fuchs gestoßen, die auch Interesse hatten, dieses Thema mit ihren Teams zu bearbeiten, beziehungsweise Herr Fuchs als Einzelgutachter. Insgesamt ist der Börsenverein derjenige, der 1868 quasi die Preisbindung sozusagen erfunden hat. Das sieht man also schon, dass sie quasi in den Genen des Verbandes steckt und bis heute etwas ist, wo alle Verbandsmitglieder, das heißt Buchhandlungen ebenso wie Verlage und Zwischenbuchhandlungen ebenso wie Verlagsvertreter oder Buchantiquare eben überzeugt sind, dass es eine ganz wichtige Rahmenbedingung ist. Die Überzeugung ruht vor allem daher, dass eben die Buchpreisbindung dafür sorgt, dass es viele kleine Buchhandlungen gibt und die autonome Einkaufsentscheidungen treffen können und deswegen auch vielen kleinen Verlagen die Möglichkeit geben, auch mit Nischentiteln zu überlegen. Und das ist etwas, was jeder eigentlich in der Buchbranche für eine ganz wichtige Rahmenbedingung hält. Und wie gesagt, wir wollten sicherstellen, dass uns nicht dasselbe passiert, was der Arzneimittelpreisbindung mit der Arzneimittelpreisbindung passiert ist und wollten und waren uns auch gewiss, dass eine wissenschaftliche Untersuchung auch viele interessante
und so ist es ja auch gekommen, und neue Erkenntnisse über den Sinn von Buchpreisbindung hervorbringt. Vielen Dank. Herr Professor Götz, Sie haben sich mit Ihrem Team zusammen in den letzten gut anderthalb Jahren sehr intensiv mit der Buchpreisbindung beschäftigt, unter der Frage, welche nachweislichen Auswirkungen hat sie denn auf den Buchmarkt? Ich habe das ja so ein bisschen mitgekommen, Sie haben da mit ellenlangen Formeln gearbeitet, Rechner und Server waren zum Teil tagelang damit beschäftigt, Daten herunterzuladen und zu verarbeiten. Wir sind jetzt sehr gespannt, einige Ergebnisse Ihrer Untersuchungen kennenzulernen. Ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, besten Dank, Herr Koch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen im Folgenden einige Ergebnisse aus unserem an der Justus-Liebig-Universität Gießen durchgeführten Drittmittelprojekt vorstellen, das sich auf die ökonomischen Wirkungen einer Buchpreisbindung konzentriert. Mit Unterstützung des Börsenvereins hatten mein Team und ich die Gelegenheit, uns eingehend mit dem Buchmarkt zu beschäftigen und insbesondere die Buchpreisbindung zu untersuchen. Bevor ich Ihnen unsere Ergebnisse präsentiere, muss ich Ihnen kurz darlegen, wie wir vorgegangen sind, um die Wirkungen der Buchpreisbindung zu untersuchen. Im Zentrum unserer Forschung steht die Durchführung statistischer Analysen auf einer umfassenden Datengrundlage. Ich will an dieser Stelle nicht im Detail darauf eingehen, warum das notwendig ist und warum einfache Vergleiche leicht fehlgehen. Allgemeine Entwicklungstendenzen wie die fortschreitende Marktkonzentration oder die Ausbreitung von E-Commerce und E-Book führen zum Beispiel dazu, dass die Zahl der Buchhandlungen sowohl in Ländern mit als auch in solchen ohne Buchpreisbindung zurückgehen. Wenn Sie genau das wissen wollen, dann reichen Anekdoten nicht aus, dann müssen Sie statistische Analysen durchführen. Wir präsentieren Ihnen im Folgenden einige Ergebnisse, die wir auf diese Weise abgeleitet haben. Beginnen werde ich mit einem Überblick über unsere Datenbasis. Wir haben Zugriff auf verschiedenste Datenbanken. Über Details kann ich gerne im Rahmen der Fragen Auskunft geben. Wichtig ist, dass wir etwa 90% der Buchverkäufe auf Wochenbasis für Deutschland und für England nachverfolgen können, auf Deutschland auch auf Bundeslandebene, für das Vereinigte Königreich sogar zurück bis zum Jahr 2005. Daneben haben wir auch Buchhandlungsdaten für Deutschland und sehr wichtig, um auch den Einfluss von E-Books beurteilen zu können, wir haben auch Zugriff auf verschiedene Konsumentenpanels. Diese Verbraucherpanels beruhen entweder auf Tagebucheintragungen oder auf Befragungen. Als letztes möchte ich noch verschiedene Bestsellerlisten erwähnen. Diese spielen in unserer Analyse unten eine Rolle. Alles in allem ist das meines Wissens die umfassendste allgemeine Datenbank, die Forschern zum Buchmarkt zur Verfügung steht. Gut, worum ging es uns? Was sind die zentralen Forschungsfragen? Nun, die erste Frage, die Kernfrage 1 beschäftigt sich mit der Frage, welche Wirkung eine Buchpreisbindung auf die Verbreitung von Büchern hat. Wir spalten diese Frage in zwei Teile auf, nämlich hat die Buchpreisbindung einen Einfluss auf die Zahl der Buchhandlungen? Und das ist im Hinblick auf die Verbreitung von Büchern ja nur dann relevant, wenn Buchhandlungen dabei eine wichtige Rolle spielen. Dem wenden wir uns dann anschließend zu und untersuchen, welchen Einfluss die Schließung von Buchhandlungen auf die Nachfrage nach bzw. den Absatz von Büchern hat. Die zweite Kernfrage beschäftigt sich mit dem Einfluss der Buchpreisbindung auf die kulturelle Vielfalt. Sie werden sehen, kulturelle Vielfalt ist ein schwieriges Problem oder Terrain für Ökonomen. Wir fragen uns hier zunächst, wie wichtig der stationäre Handel oder auch der E-Commerce für die Förderung weniger bekannter Autorinnen und Autoren bzw. Titel ist und fragen dann, inwiefern sich eine Titelfalt auch in einer breiter gestreuten Nachfrage niederschlägt. Unumgänglich ist in einem solchen Projekt natürlich die Frage danach, ob die Preise von Büchern in Ländern mit Buchpreisbindung höher sind als in Ländern ohne Buchpreisbindung. Damit schließen wir dann. Gut, Kernfrage 1, fördert die Buchpreisbindung die Verbreitung von Büchern? Wie entwickelt sich die Zahl der Buchhandlungen zunächst mal in Ländern mit und ohne Buchpreisbindung? Da gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die vor allem anknüpfen an die Entwicklung in Großbritannien nach der Aufgabe des sogenannten Netbook Agreement Mitte der 90er Jahre. Das ist die englische Version oder die britische Version der Buchpreisbindung. Man hat dort gesehen in einer Reihe von Studien, dass die Anzahl unabhängiger stationärer Einzelhändler deutlich zurückgegangen ist, um 12% in diesem Zeitraum Mitte, Ende der 90er Jahre. In Deutschland war im Vergleich dazu der Rückgang deutlich geringer.
Was man allgemein sieht, wenn man die Entwicklung der Buchhandlungen über, sagen wir, die letzten 25 Jahre vergleicht, dann sieht man sowohl in Großbritannien als auch in den USA einen deutlichen Rückgang von 30-50%. Einen ähnlichen Rückgang sehen wir tatsächlich oder auch in Deutschland. Auch hier sind die Buchhandlungen deutlich, die Zahl der Buchhandlungen deutlich zurückgegangen. Allerdings muss man hier betonen, dass wir in Deutschland von einem ganz anderen Niveau ausgehen. Die Buchhandelsdichte war vorher sehr viel höher und ist jetzt auch noch sehr viel höher. Also so ist die Zahl der Buchhandlungen pro Kopf in Deutschland zum Beispiel doppelt so hoch, mindestens doppelt so hoch wie in den USA. Eine ganz wichtige Entwicklung aus ökonomischer Sicht ist auch diejenige der Marktkonzentration, die mit der Entwicklung der Buchhandlungszahlen einhergeht. Was wir sehen in Großbritannien ist, dass dort, naja, man könnte schon fast sagen, ein Händler ziemlich dominierend ist, nämlich der Internethandel. Dort hat Amazon einen Marktanteil von 45-50%. Bei uns ist das eher in der Größenordnung von 20%. Die Filialisten, also die Buchhandelsketten, haben in Deutschland und Großbritannien vergleichbare Marktanteile. Was man aber sieht, ist, dass der unabhängige Einzelhandel einen deutlich größeren Anteil in Deutschland hat, also mehr als dreimal so groß ist als in Großbritannien. Gut, jetzt haben wir gesehen, dass die Zahl der Buchhandlungen zurückgeht. Die Frage ist, welche Auswirkungen hat das auf die Buchverkäufe? Zunächst mal gibt es eine Vorüberlegung aus der Literatur, die sagt, dass der Buchhandel typischerweise sinnvolle, wichtige Serviceleistungen und Beratung bringt, die den Buchabsatz fördern könnte. Ich will an dieser Stelle nicht weiter auf die Literatur eingehen. Frau Beurig kann Ihnen das aus erster Hand dann erzählen, welche tollen Leistungen der Buchhandel selber vollbringt. Ich will aber hier an dieser Stelle noch eine zweite Beobachtung einbringen. Wenn wir uns nur die Jahre 2014 bis 2017 ansehen, dann sehen wir, dass der Absatz gedruckter Bücher in Deutschland um etwa 4% gefallen ist. Gleichzeitig ist der Anteil oder der Absatz von E-Books deutlich, nämlich um 19% gestiegen. Da wir da aber von einer viel geringeren Ausgangslage ausgehen, war das nicht ausreichend, um insgesamt die Buchabsätze konstant zu halten. Die sind per Saldo um 2% zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Zahl der stationären Verkaufsstellen noch um 11% zurückgefallen. Auf diese Größenordnung werde ich demnächst wieder zurückkommen. Zunächst aber nochmal ein Punkt zu den E-Books oder auch zum Hörbuch, das auch sich in letzter Zeit positiv entwickelt hat. Was wir hier sehen ist an diesem Diagramm oder an dieser Tabelle, dass das E-Book hier in grün zwar angestiegen ist, aber dass das in absoluten Zahlen ausgleicht, dass eben das gedruckte Buch zurückgegangen ist. Gleichzeitig muss man darauf verweisen, dass natürlich ein Hörbuch mehr nicht unbedingt heißt, ein gedrucktes Buch oder ein E-Book weniger. Hier haben wir nicht unbedingt ein Nullsummenspiel, sondern vielleicht eher eine, was Ökonomen Komplementarität nennen würden. Ja, aber nun zurück zu unserer Zahl der Buchhandlungen. Zunächst könnte man ja vermuten, okay, die Zahl der Buchhandlungen ist um 11% gestiegen und das bewirkt dann, dass die Zahl der Buchverkäufe auch zurückgeht. Und man könnte das leicht als kausalen Zusammenhang interpretieren. Da haben wir allerdings ein Problem, nämlich das Henne-Ei-Problem. Wir wissen nicht, ob wir deshalb weniger Buchhandlungen haben, weil die Leser und Leserinnen einfach weniger Bücher nachfragen oder ob die Leser und Leserinnen weniger Bücher kaufen, weil es weniger Buchhandlungen gibt. Das ist ein sehr komplexes Problem, das wir mit Hilfe einer statistischen Methode, eines sogenannten instrumentenvariablen Ansatzes lösen können und wir isolieren dann den Effekt, den die Buchhandlungen auf die Zahl der Verkäufe auf den Absatz an Büchern hat. Und ich glaube, wir kriegen da sehr interessante und gute interessante Ergebnisse raus, die allerdings eher deprimierend sind. Denn was wir zeigen können, ist, dass wenn eine durchschnittliche Buchhandlung schließt, im Schnitt jährlich 6.116 Bücher, also ungefähr 6.100 Bücher weniger abgesetzt werden. Die gehen verloren, dieser Buchabsatz, wenn die Buchhandlung verloren geht. Insgesamt geht so von 2014 bis 2017 durch den Wegfall der, ich weiß nicht, 500 irgendwas Buchhandlungen, die geschlossen haben, bundesweit ein Absatz von über 3,4 Millionen Büchern verloren.
Und die Schließungen, wenn man das mit dem aggregierten Umsatz vergleicht, die Schließungen von Buchhandlungen erklären so über den Untersuchungszeitraum 56%, also mehr als die Hälfte des Rückgangs des Absatzes an Büchern. Also hätte keine Buchhandlung geschlossen, wären die Buchverkäufe in Anführungszeichen lediglich um 1% zurückgegangen statt um 2%. Als Resultat können wir hier einfach nochmal zusammenhalten: Wenn Buchhandlungen schließen, dann nimmt die Zahl der abgesetzten Bücher ab. Es ist nicht so, dass dieser Trend vollständig aufgefangen würde durch die weitere Ausbreitung von E-Books oder den Online-Handel. Man kann nicht sagen, es ist egal, wenn die Buchhandlungen zumachen, die Leute kaufen dann halt entweder online oder kaufen sich ein E-Book. Nein, wir sehen, es geht ein signifikanter Teil des Absatzes verloren. Die Oma, die sonst für ihren Enkel in der Buchhandlung um die Ecke das Buch gekauft hätte, die lässt es halt, die bestellt dann nicht bei Amazon ein Buch für ihren Enkel zum Geburtstag. Ich habe das hier nochmal etwas grafisch aufbereitet, das zeigt das vielleicht noch schöner. Die blaue Kurve zeigt Ihnen den tatsächlichen Absatzrückgang von 2014 bis 2017, der war 2%. Wäre die Zahl der Buchhandlungen konstant geblieben, wäre der Rückgang, das ist die grün gestrichelte Linie, wäre der Rückgang nur 1% gewesen und wir hätten mehr als 3,5 Millionen Bücher mehr abgesetzt. Jetzt könnte man noch ein Gedankenexperiment durchführen und sich fragen, was wäre passiert, wenn zum Beispiel 2014 die Buchpreisbindung in Deutschland abgeschafft worden wäre. Da sagen unsere Daten sehr eindeutig, dann hätten wir einfach, wenn die Zahl der Buchhandlungen deutlich dann zurückgegangen wäre, das haben wir im ersten Schritt gezeigt, ohne Buchpreisbindung weniger Buchhandlungen, dann wäre der Rückgang des Buchabsatzes noch deutlich stärker gewesen. Das war... Nein, das können wir nicht. Also da müssen wir genau sagen, also das können wir hier nicht. Das wäre zu starke Spekulation. Gut, das war der erste Punkt und wir haben da gesehen, wenn wir eine Buchpreisbindung haben, haben wir tendenziell mehr Buchhandlungen und das bewirkt oder fördert auch den Absatz an Büchern. Der zweite Punkt oder die zweite Kernfrage, die wir uns gestellt haben, war der Einfluss, die Wirkung der Buchpreisbindung auf kulturelle Vielfalt. Nun, also für mich als Ökonom ist das natürlich ein schwieriges Thema, kulturelle Vielfalt. Wir versuchen das dann irgendwie runterzubrechen. Und wir haben das so runtergebrochen, dass wir uns gefragt haben, wie wichtig sind stationärer Handel und E-Commerce für die Förderung weniger bekannter Autorinnen und Autoren bzw. Titel. Nun, wie haben wir das sozusagen umgesetzt? Was heißt Förderung? Förderung haben wir so identifiziert, dass wir gesagt haben, naja, welcher Absatzkanal ist entscheidend, um diese Titel in die Top 20 Bestsellerliste, also in die Spiegelliste zu kriegen. Das war sozusagen unser Maßstab dafür, um zu zeigen, war diese Förderung oder ist eine Förderung da, die erfolgreich ist. Dazu sind wir wie folgt vorgegangen. Wir haben die verschiedenen Verkaufskanäle verglichen und den Absatz je Kanal, E-Commerce und stationärer Handel, in der Woche betrachtet, deren Verkäufe für den Eintritt in die Top 20 Bestsellerliste bestimmen. Also das hat den Zeitversatz, es dauert typischerweise 2 Wochen, bis die Verkäufe dann dazu führen, dass sie in die Bestsellerliste kommen. Gleichzeitig haben wir noch die Schwelle für den Eintritt in die Top 20 Bestsellerliste bestimmt, nämlich was war der Absatz der Top 21 sozusagen, um zu schauen, wie viel hat man gebraucht, auf wie viel hätte man verzichten können an Absatz, um trotzdem eben in die Top-Liste zu kommen. Dabei sind verschiedene Szenarien denkbar. Das erste ist, dass der E-Commerce, der Absatz im Internetbuchhandel ausreichend ist oder entscheidend ist für den Eintritt in Top 20. Das würde heißen, dieser Absatz allein reicht aus, dass man mehr hat als der 21. Aber der stationäre Buchhandel alleine hätte nicht ausgereicht. Gleichzeitig könnte aber auch sein, dass der stationäre Handel allein entscheidend ist, also allein vom Absatz her ausreicht, E-Commerce allein aber nicht. Dann könnte auch beide Kanäle gleichzeitig, also jeweils alleine ausreichen. Zu guter Letzt wäre es auch möglich, dass beide Kanäle unverzichtbar sind. Um Ihnen dann ein Beispiel zu geben, das ist ja alles sehr abstrakt. Sie werden alle Dörte Hansens Altes Land kennen.
Dies ist ein Titel, der zu Beginn des Verkaufs praktisch ausschließlich in der im stationären Einzelhandel verkauft wurde, und zwar nicht in den Filialen, in den großen Buchhandelsketten, sondern in der kleinen Buchhandlung gewissermaßen. Der Marktanteil der kleinen Buchhandlung war da 85% bei diesem Titel. Und wenn man sich anschaut, allein diese 85% haben ausgereicht, um diesen Titel in die Top 20 zu bringen, während die Buchhandelsketten zusammen mit dem Internetbuchhandel nur 15% hatten. Das hätte nicht gereicht, alleine um Dörte Hansens Buch in die Bestsellerliste zu bringen. In diesem Sinn sprechen wir davon, dass dieser Absatzkanal entscheidend für den Erfolg dieses Buches war. Gut, schauen wir uns die Daten noch mal kurz genauer an. Vorauszuschicken ist, dass der Marktanteil des E-Commerce über alle Belletristiktitel etwa 18% beträgt. Das sollten wir im Hinterkopf bei der Auswertung dann halten. Zur Datenbasis, das habe ich Ihnen vorher im Prinzip schon gesagt. Wir haben die wöchentlichen Abverkäufe nach Absatzkanälen und betrachten dann die Spiegel-Bestsellerliste Belletristik, wobei wir alle Bestsellerlisten Hardcover, Taschenbuch und Paperback einbeziehen. Wenn wir das machen, dann erhalten wir 2064 Top 20 Bestseller in dem Zeitraum, den wir betrachten, nämlich von 2011 bis 2018. Diese 2064 Titel sind eben die aufgetaucht sind in den Bestsellerlisten. 80% dieser Titel auf den Bestsellerlisten waren spätestens 2 Wochen nach der Veröffentlichung in den Top 20 Bestsellern. Das waren geborene Bestseller, die sind sozusagen mit dem Erscheinungsdatum, mit den Verkäufen in Erscheinungswoche, beziehungsweise zum Teil sogar mit den Vorbestellungen in die Top 20, zum Teil sogar in die Top 1 gekommen. Die haben wir als Blockbuster hier oder als geborene Bestseller bezeichnet. Das können aber auch Titel sein, die nicht so wahnsinnig hoch verkauft werden, aber eine sehr loyale Fangemeinde haben, wo einfach auf das Erscheinen gewartet wird. Was uns dann tatsächlich vor allem interessiert hat oder worauf wir uns konzentriert haben, das waren die 420 Titel, die noch verbleiben und die frühestens 3 Wochen nach der Veröffentlichung auf den Top 20 Bestsellerlisten ist. Das ist die Datenbasis für unsere weitere Untersuchung, die wir bezeichnen mit weniger bekannte Autorinnen und Autoren beziehungsweise Titel. Das waren nicht die geborenen Bestseller. Da muss erstmal Verkaufsanstrengungen im Handel oder auch im E-Commerce geben. Gut, und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir das Ergebnis in dieser Matrix zusammengefasst. Da sehen Sie hier in diesem rechten Feld rechts oben E-Commerce, ein Titel fett gedruckt. Was heißt das? Naja, Sie haben da zum einen den Absatz im E-Commerce, der ist allein ausreichend für die Top 20. Der Absatz im stationären Handel ist nicht ausreichend. Das ist also ein Titel, den gewissermaßen der E-Commerce gemacht hat. Links unten sehen Sie stationärer Handel, fettgedruckt, 237 Titel. Das sind die Titel, wo der E-Commerce selber nicht ausreichend dafür war, dass diese Titel in die Top 20 gekommen wären. Der Absatz im stationären Handel allein schon, das wäre zum Beispiel dort, wo Dörte Hansens Altes Land liegt. Sie haben dann noch 2 weitere Felder. Das eine Feld wäre, jeder Kanal ist allein ausreichend, 11 Titel. Naja, das sind wirkliche Bestseller auch. Die haben so hohe Absätze, sowohl im E-Commerce als auch im stationären Handel, dass beide in die Bestsellerliste gekommen werden. Und dann gibt es noch die Titel, die auch sehr interessant sind, wo beide Kanäle unverzichtbar sind. Sie brauchen also beide Absatzkanäle, um in die Top 20 zu kommen. Dabei muss man sich das allerdings nicht symmetrisch vorstellen. Sie haben ja oben gehört, der durchschnittliche Marktanteil dieser Titel im E-Commerce, in der Belletristik ist 18%. Also da ist es so, dass die 80% Absatz im stationären Handel nicht gereicht haben, um in die Bestsellerliste zu kommen. Sie haben auch die zusätzlichen 20% aus dem E-Commerce benötigt, um über die Schwelle zu kommen. Wir haben das im folgenden Bild noch mal etwas plastischer dargestellt. Da sehen Sie nämlich die gelbe Fläche, und wenn Sie die mit der grauen Fläche zusammenzählen, dann sehen Sie, dass der stationäre Handel bei, das sind glaube ich 408 Titel, unverzichtbar war. Also
Der E-Commerce war dann bei 171 plus einem Titel unverzichtbar für das Erreichen der Bestsellerliste. Überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, diese mehr als 400 Titel wären ohne stationären Handel eben keine Bestseller geworden. Das ist sicherlich vereinfachend, weil die Frage nicht beantwortet ist, was wäre stattdessen passiert, wenn es keinen stationären Handel gibt. Aber es erklärt aus unserer Sicht schon, warum Verlage zum einen beide Absatzkanäle wichtig finden, nämlich auch der E-Commerce ist in mancher Hinsicht unverzichtbar, aber es erklärt für uns auch, warum Verlage diese sozusagen scheinbare Ineffizienz und diese höheren Margen durch die Buchpreisbindung gerne akzeptieren, weil sie sehen, das ist unvermeidlich, um den stationären Handel zu machen. Das gilt insbesondere für Verlage, die nicht in erster Linie Bestseller und Blockbuster in ihrem Angebot haben. Und da sind wir wieder beim Kulturgut Buch und der Titelvielfalt. Der Titelvielfalt haben wir uns dann auch noch aus einer anderen Perspektive zugewandt, nämlich schlägt sich Titelvielfalt in breiter gestreuter Nachfrage nieder. Naja, was heißt das? Naja, ist ja schön und gut, wenn Sie 100.000 Titel haben, aber wenn die Konsumenten immer nur die gleichen 500 Titel kaufen, dann ist das irgendwie nicht so wirklich das, was Sie sich vorstellen. Wir haben da das dann dargestellt. Hier sehen Sie etwas, was Sie vielleicht, wenn Sie sich jemals mit Einkommensverteilung beschäftigt haben, schon mal gesehen haben. Das ist eine sogenannte Lorenz-Kurve, in der tragen wir für Deutschland und für das Vereinigte Königreich die 50.000 meistverkauften Titel auf. Und zwar in ansteigender Reihenfolge entsprechend ihres Absatzanteils. Also ganz rechts sehen Sie in Großbritannien die 50 Shades of Grey ist der Titel angetragen sozusagen. Das ist der erste Verkaufsrang. In Deutschland wäre das der 100-jährige. Und ganz unten ist eben ein Titel, der gerade mal 1.000 Exemplare absetzt oder so etwas. Was Sie hier sehen, und das ist, glaube ich, die interessante Aussage, ist der Unterschied, wenn Sie hier bei der schwarzen Linie hingehen, das ist 15.000, das sind 70% der Bücher. Und links davon haben Sie die 70% Armen gewissermaßen. Das sind die mit den geringen Absätzen. Und was Sie hier sehen, ist, dass dieser kumulierte Anteil der 70% Armen in Deutschland um ein Drittel höher ist als in UK. Also in Deutschland mehr als 20%, in England ein bisschen mehr als 15%. Also das heißt, in Deutschland, man muss fast die Fußballersprache verwenden, ist der Absatz in der Breite höher. Ob man das sagen kann, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Aber das ist aus unserer Sicht auch ein spannendes Resultat, das doch darauf hindeutet, dass einfach Sie in einem Land ohne Buchpreisbindung viel stärker eine Orientierung auf diese Top-Bestseller haben und die Breite des Angebots darunter leidet. Das Ganze hat natürlich immer auch etwas mit Preisen zu tun und das ist der letzte Punkt, mit dem ich Sie jetzt hier nicht belästigen will, aber den ich Ihnen noch darlegen will. Sind Bücher in Ländern mit oder ohne Buchpreisbindung günstiger? Da gibt es insbesondere für England viele Untersuchungen. Frank Fishwick hat da sehr viel gemacht zum Beispiel. Was man sieht ist, und interessant ist hier der Vergleich, was passiert ist in England nach der Abschaffung der Buchpreisbindung dort. Und was man sieht, dass in Großbritannien nach der Abschaffung der Buchpreisbindung bis heute die Bücher deutlich stärker gestiegen sind als die Inflation. In Deutschland und Frankreich war das nicht der Fall, in zwei preisgebundenen Ländern. Und das führt dann zu dem Ergebnis, das hier in der Abbildung dargestellt ist. Die Preise steigen in Großbritannien von 1996 bis 2018 im Schnitt um 80%. Und das ist deutlich stärker als in Frankreich, wo der Anstieg 24% ist und in Deutschland 29%. Nun, jetzt mögen Sie sich fragen, naja, warum reden wir überhaupt weiter? Es ist doch offensichtlich. Nun, so, es ist halt natürlich nicht offensichtlich und es ist immer komplexer. Woran liegt das? Das liegt an den Bestsellern. Die Bestseller sind tatsächlich relativ billiger geworden. Das können wir selber auch mit unseren Daten zeigen. Aber die Bestandaufnahme, die, glaube ich, von verschiedenen Seiten geteilt ist, dass Bücher oder dass Bestseller relativ billiger werden im Vergleich zu anderen Büchern. Sie kriegen das im Supermarkt und der Supermarkt macht Ihnen ein tolles Angebot.
wobei die Bücher insgesamt allerdings teurer werden. Das ist eine etwas widersprüchliche Entwicklung und diese gegenläufige Entwicklung kann man ganz gut anhand dieser Argumentationskette belegen, die hier steht. Was Sie schon vorher gesehen haben, wenn Sie keine Buchpreisbindung haben, haben Sie dominante Anbieter, dann haben Sie eine hohe Marktkonzentration. Die haben eine hohe Nachfragemacht und setzen hohe Margen gegenüber den Verlegern durch. Der Verleger wehrt sich irgendwie und wie kann er sich wehren, indem er seinen unverbindlichen Verkaufspreis hochsetzt. Nun, was haben wir? Bei Bestsellern, da nutzen diese großen Händler ihre höhere Marge aus und geben einen größeren Rabatt. Dazu sind sie gezwungen. Warum? Weil das auch der Tesco, weil das auch der Supermarkt verkauft. Aber der Tesco, der Supermarkt, verkauft nur sehr wenige Titel, nämlich nur die Bestseller. Alle übrigen Titel werden dann teurer, weil sie haben den höheren Verbrauchspreis und eben keinen so hohen Rabatt. Können wir das belegen? Das können wir mit dieser herrlichen Punktewolke belegen, wo Sie für 50.000 englische Belletristiktitel sehen, was der durchschnittliche Rabatt ist, also der Unterschied zwischen dem empfohlenen Verkaufspreis und dem tatsächlichen Ladenpreis im Durchschnitt. Hier habe ich die angetragen, also ganz links 0. 50 Shades of Grey, habe ich Ihnen gerade schon gesagt, das Book One hat den Verkaufsrang 1 in diesem Zeitraum, das ist das meistverkaufte Buch, hat einen Absatz von 4,7 Millionen und der Rabatt auf den Ladenverkaufspreis, jetzt glaube ich, das waren 7,99 Pfund, beträgt 42%. Und Sie sehen hier, die Rabatte sind dann unterschiedlich für die unterschiedlichen Titel. Was Sie sehen ist, wenn Sie was sehen, die Punktewolke ist links dichter weiter oben und rechts weiter unten. Ich hoffe, das sehen Sie. Wir haben es unterstützt, indem wir diese Trendlinie eingezeichnet haben. Also was Sie sehen ist, je besser der Verkaufsrang, je mehr das Buch verkauft ist, desto höher ist im Schnitt der Rabatt. Desto billiger ist also das Buch bei sonst gleicher unverbindlicher Preisempfehlung. Die Daten bzw. die Grafik, die deuten eben darauf hin, dass Rabatte bei den Bestsellern im Schnitt deutlich höher sind als bei den übrigen Titeln. Das habe ich dann vorher schon gesagt. Höhere Rabatte kompensieren deshalb den angestiegenen unverbindlichen Verkaufspreis nur zum Teil, nur bei den Bestsellern. Die anderen Bücher sind teuer und wir haben damit, wie ich finde, schon den Beleg oder den Nachweis geführt, dass Bestseller billiger werden oder dass es kein Widerspruch ist, dass Bestseller billiger werden und dennoch die Bücher im Schnitt teurer werden. Ja, ich habe Sie jetzt in einer Tour de Force durch ökonomische Argumentation und Datenmengen geführt, komme nun zu meinem Schlussfolgerung und meinem Ausblick. Wie ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, deutet die Forschung auf eine wichtige Rolle des Buchhandels, also ich meine hier den stationären Buchhandlungen, und dahin und vor allem darauf, dass negative Nebenwirkungen, ich habe es Ihnen dargestellt, bei einer Abschaffung der Buchpreisbindung zu erwarten wären. Die Ermittlung, das ist hoffentlich auch klar geworden, dieser Wirkung ist ein wissenschaftlich anspruchsvolles Thema, das einen evidenzbasierten, also auch datengetriebenen Ansatz erfordert. Wir werden diese Datenmengen, die wir gewonnen haben, für weitere Forschung an meiner Professur nutzen. Die Diskussion geht bereits nächste Woche weiter, wo wir einen hochkarätigen internationalen und interdisziplinären Workshop zum Thema an der JLU Gießen abhalten. Vortragende kommen aus den USA, Australien, Großbritannien, der Nestor Frank Fischwick kommt auch, Deutschland. Sie sind alle herzlich eingeladen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Götz. Wie gesagt, das Forschungsprojekt in Gießen geht weiter. Die Ergebnisse werden auch nach und nach in wissenschaftlichen Publikationen erscheinen und wir sind sehr gespannt, zu welchen Ergebnissen Sie noch kommen werden. So wenden wir uns jetzt nur noch der rechtlichen Seite zu. Herr Professor Fuchs, Sie haben sich damit beschäftigt, wie sich die Preisbindung zum EU-Recht verhält. Also ob sie gegen die Warenverkehrsfreiheit verstößt und ob sie mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Was haben Sie im Rahmen Ihres Gutachtens herausgefunden? Ja, vielen Dank, Herr Koch. Die äußerst interessanten Ergebnisse, die mein Kollege Götz Ihnen gerade vorgestellt hat über die wirtschaftlichen Wirkungen der Buchpreisbindung, sind auch für die rechtliche Beurteilung von erheblicher Bedeutung.
gewisse Zweifel an der Vereinbarkeit der Buchpreisbindung mit dem EU-Recht sind durch das Urteil des EuGH aus 2016 über die deutsche Preisbindung bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln geweckt worden. Herr Sprang erwähnte das auch schon kurz. Diese Zweifel oder die Unzulässigkeit hat der EuGH im Hinblick auf eine Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit darin gesehen, dass die Arzneimittelpreisbindung dazu führe, dass sie den Marktzugang für ausländische Versandapotheken stärker behindere als für stationäre Apotheken im Inland. Und dieser Effekt wiederum wird vom EuGH abgeleitet aus der Tatsache, dass der Preiswettbewerb für Versandapotheken wichtiger sei als für stationäre Apotheken. Sie seien also in stärkerem Maße darauf angewiesen, durch niedrigere Preise Kunden zu gewinnen, während die stationären Apotheken durch individuelle Beratung und auch durch die Zurverfügungstellung einer Notfallversorgung hier Vorteile genössen. Und insofern sei also der Preiswettbewerb besonders wichtig, ja fast der einzige Wettbewerbsparameter, um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen und konkurrenzfähig zu bleiben für Versandapotheken. Und eine mögliche Rechtfertigung durch das zwingende Erfordernis des Gesundheitsschutzes, das auch im Europarecht vorgesehen ist, hat der EuGH abgelehnt, weil schon die Eignung der vertikalen Preisbindung zur Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln nicht hinreichend konkret und unter Beibringung wissenschaftlich fundierter Belege, zum Beispiel statistischer Analysen und ähnlicher Nachweise, dargetan sei. Die Bundesregierung hatte hier in der Tat im Verfahren gar keine großen Aussagen gemacht dazu, war hier sehr passiv geblieben und das ist dann eben, hat sich sozusagen gerecht und ist dann von dem EuGH entsprechend negativ gewürdigt worden. Nun hat eben, wenn man sagt, ja, Arzneimittelpreisbindung verstößt gegen die Warenverkehrsfreiheit, das Diskussionen in der Literatur ausgelöst, ob sich daraus auch Konsequenzen für die gesetzliche Buchpreisbindung in Deutschland ergeben. Und insbesondere die Monopolkommission hat es veranlasst, in einem Sondergutachten sich mit der Buchpreisbindung zu beschäftigen. Und die Monopolkommission hat dann unter wettbewerbspolitischen und auch wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten hier Bedenken geäußert und hat dann im Ergebnis sogar eine Abschaffung der Buchpreisbindung empfohlen, da die ökonomisch positiven Wirkungen unsicher seien. Das sei alles nicht so eindeutig und ambivalent. Gut, wir haben jetzt das Gegenteil im Grunde von Herrn Götz gehört. In der Politik ist das auf einhellige Ablehnung gestoßen und insbesondere hat der Bundestag auch einstimmig, was ja doch sehr selten vorkommt, sich dafür ausgesprochen, die Buchpreisbindung beizubehalten und hat die Bundesregierung entsprechend aufgefordert, dafür zu sorgen oder keine anderen Initiativen zu ergreifen. Nun ist die politische Bewertung eine Sache, die rechtliche Bewertung eine andere. Und insofern muss man schauen, was ist jetzt aus rechtlicher Sicht eben bei der Buchpreisbindung zu beachten. Der Ansatz ist in der Tat zunächst die Frage, ob hier der Marktzugang letztlich für Internet oder sonstige Versandbuchhändler stärker beeinträchtigt wird als für den stationären Buchhandel. Ja, das ist aber auch ganz wichtig, sich das klar zu machen. Es geht nicht darum, ob durch die Preisbindung, die eben für einheitliche feste Preise auf der Handelsebene sorgt, insgesamt der Absatz vielleicht leidet gegenüber einer Situation, wo man niedrigere Preise hätte und dann auch höhere Mengen absetzen könnte, sondern entscheidend ist, ob hier unterschiedliche Auswirkungen einerseits für
heimische und andererseits für ausländische Buchhändler hier bestehen. Und insofern muss man dann allerdings sehen, dass hier die Preisbindung dann letztlich alle in gleicher Weise trifft. Einmal schon rechtlich natürlich, da wird nicht differenziert, ob die Bücher nun aus Deutschland stammen, importiert werden, hier verlegt werden. Das spielt keine Rolle. Alle Bücher, die in Deutschland verkauft werden an Netzabnehmer, unterliegen der Preisbindung. Entscheidend ist aber auch, dass wir keine faktisch ungleichen Auswirkungen haben. Und hier hatte dann der EuGH bei der Arzneimittelpreisbindung ja argumentiert, die Versandapotheken seien viel stärker auf niedrige Preise angewiesen, die hätten sonst praktisch gar keine Möglichkeit, in den Markt einzutreten. Und man muss, kann diese Erkenntnis dann nicht einfach eins zu eins auf den Buchhandelsmarkt übertragen, sondern man muss sich die konkreten Marktverhältnisse in den betroffenen Märkten anschauen. Und hier stellt man dann fest, wenn man sich das näher anschaut, dass eben die Märkte für Arzneimittel, für rezeptpflichtige Arzneimittel auf der einen Seite und für Bücher auf der anderen Seite nicht vergleichbar sind und dass die Argumentation des EuGH aus diesem Urteil daher nicht übertragbar ist auf den Buchmarkt. Im Gegensatz zu den Versandapotheken bestehen nämlich im Buchmarkt ganz andere Wettbewerbsmöglichkeiten, auch für Internetanbieter. Und die haben in vielerlei Hinsicht sogar Wettbewerbsvorteile gegenüber dem stationären Handel. Sie sind nicht, oder diese fehlende physische Präsenz vor Ort kann also durch andere Vorteile für den Kunden kompensiert werden. Ganz klar, es bestehen keine Beschränkungen durch Ladenöffnungszeiten, auch die Suche nach bestimmten Titeln ist online natürlich ganz einfach möglich. Man kann die Kunden ansprechen über Leseproben, Rezensionen, Autorenporträts und es findet ja auch statt, dass auf Algorithmenbasis Empfehlungen gegeben werden, um die Aufmerksamkeit des Kunden dann auch noch auf andere Bücher zu lenken, die zum Käuferprofil passen oder von anderen Kunden mit ähnlichen Präferenzen eben schon gekauft worden sind. Außerdem gibt es Kostenvorteile, weil man kein Ladenlokal und Personal vorhalten muss und auch eine erhebliche Vorteile in der Reichweite der Kunden, die man potenziell erreichen kann. Und dazu kommt dann eben, dass hier die tatsächlichen Wirkungen, die man feststellen kann, eben auch bestätigen, dass für die Versandbuchhändler letztlich keine wirklichen Hindernisse bestehen, um auf dem deutschen Buchmarkt Fuß zu fassen und konkurrenzfähig zu bleiben. So ist hier zu verzeichnen ein ständig steigender Anteil des Versandbuchhandels am gesamten Buchmarkt. 2017 betrug der Anteil noch 17,9%, 2018 schon 20,7%. Und insbesondere Amazon hat also hier eine besonders starke Stellung erworben, deckt praktisch 50% dieses Versandbuchhandels ab und ist insgesamt sogar umsatzstärkster Bucheinzelhändler in Deutschland geworden. Und wenn man das nochmal kontrastiert zu der Situation bei den Versandapotheken, dort beträgt der gesamte Marktanteil der Versandapotheken an rezeptpflichtigen Arzneimitteln 1,3%. Also das zeigt, dass hier ganz unterschiedliche Marktverhältnisse bestehen und insofern die Schlussfolgerung, man könne jetzt einfach sagen, Preisbindung behindert den Marktzugang und überträgt das auf den Buchhandelsmarkt, nicht gerechtfertigt ist. Gehen wir hypothetisch davon aus, dass es vielleicht doch bestimmte Hindernisse gibt, dann müsste man sich die Frage stellen, ist ein Eingriff gerechtfertigt. Und hier kommt dann natürlich der Schutz des Buches als Kulturgut ins Spiel. Das ist vom EuGH auch anerkannt als ein zwingendes Erfordernis des Allgemeininteresses. Nur muss dann im Einzelnen noch nachgewiesen werden, dass auch hier diese Maßnahme geeignet ist und erforderlich ist. Das heißt, dass keine milderen Maßnahmen zur Verfügung stehen, um das gleiche Ziel zu erreichen.
Und die Besonderheit des Arzneimittelpreisbindungsurteils ist nun insoweit, dass der EuGH da die Anforderungen an die Darlegung der Verhältnismäßigkeit, insbesondere die Eignung der Maßnahme, in gewisser Weise erhöht hat. Er verlangt nämlich nicht nur so allgemeine Darlegungen, dass das plausibel ist und einleuchtet, sondern er möchte sehen, hier eine wissenschaftlich fundierte Belege, die eben diese Eignung der Maßnahme darlegen. Und hier haben wir ja nun gerade die Ergebnisse der ökonomischen Untersuchung gehört und man kann eben feststellen, dass die Buchpreisbindung in der Tat geeignet ist, die Breite und Vielfalt des Buchangebots, die Zugänglichkeit der Bücher für die breite Öffentlichkeit zu stärken und zu fördern. Und insofern ist also auch hier dann dargetan, dass dieses Erfordernis, dass dem Genüge getan ist. Man kann dann noch überlegen, gibt es vielleicht alternative Maßnahmen, die jetzt weniger beschränkend sind, aber da kommt man auch schnell zu dem Ergebnis, dass das nicht der Fall ist. Das Einzige, was vielleicht von der Wirkung her dann vergleichbare Ergebnisse zeitigen könnte, wäre die Gewährung von staatlichen Subventionen, jetzt aber nicht nur für einzelne Titel, Förderpreise oder so, sondern eine ganz breitflächige Förderung, um eben die Präsenz von stationären Verkaufsstellen in der Fläche aufrechtzuerhalten auf Dauer und um auch eine Vielfalt des Buchangebotes auf Dauer zu erhalten. Und das würde dann nicht nur immense Kosten verursachen, wenn man wirklich so eine breitflächige Subventionierung hier anstellen wollte, sondern das wäre auch unter politischen, verfassungsrechtlichen, ordnungspolitischen Gesichtspunkten äußerst bedenklich und kann deshalb eigentlich auch nicht als mildere Maßnahme eingeschätzt werden. Also im Ergebnis können wir feststellen, es ist kein unzulässiger Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit hier festzustellen durch die vertikale Preisbindung bei Büchern. Kommen wir dann zum Kartellrecht. Hier sieht die Situation nun so aus, dass natürlich eine Preisbindung, wenn sie auf der Vereinbarung von Unternehmen beruht, ein Verstoß gegen das europäische Kartellverbot wäre. Man müsste dann noch gucken, greift die Ausnahmevorschrift des Absatzes 3. Da gibt es unter bestimmten Voraussetzungen eben eine Ausnahme. Diese Vorschrift ist aber gar nicht direkt anwendbar in unserem Fall, weil sie nämlich eine Vereinbarung zwischen Unternehmen voraussetzt und hier beruht die Preisbindung ja auf der gesetzlichen Anordnung. Allerdings sind wir damit auch nicht am Ende der Prüfung, sondern der EuGH hat in ständiger Rechtsprechung eine Pflicht der Mitgliedstaaten etabliert, abgeleitet aus der sogenannten Loyalitätspflicht gegenüber der EU, die praktische Wirksamkeit der Wettbewerbsregeln nicht zu beeinträchtigen. Und das hat er in einer Reihe von Entscheidungen, wie gesagt, entfaltet, hat hier bestimmte Fallgruppen gebildet. Also die Staaten dürfen nicht den Abschluss von Kartellvereinbarungen vorschreiben, das erleichtern oder die Wirkungen von Kartellabsprachen von Unternehmen verstärken. Und man darf auch keine Eingriffsbefugnisse auf Private übertragen. All diese Fallgruppen sind nicht erfüllt durch die gesetzliche Buchpreisbindung. Denn hier ordnet ja gerade der Staat selbst direkt an, dass eben die Verlage Preise festlegen müssen und die Buchhändler diese einhalten müssen. Daher fehlt es eben an einem Bezug zu einem wettbewerbswidrigen Unternehmensverhalten. Und das hat die Vereinbarkeit der gesetzlichen Preisbindung, die grundsätzliche Vereinbarkeit mit seiner Rechtsprechung hat der EuGH auch mehrfach zu gesetzlichen Buchpreisbindungssystemen in Frankreich und in Österreich bestätigt, jedenfalls dem Grundsatz nach. In den einzelnen Urteilen gab es dann allerdings bestimmte besondere Vorschriften, die dann als unvereinbar erklärt wurden, weil sie zu einer ungleichen Behandlung zwischen Importeuren und heimischen Unternehmen führten. Aber diese
Voraussetzung liegt eben beim deutschen Buchpreisbindungsgesetz nicht vor. Das trägt in vollem Umfang den Anforderungen der Rechtsprechung des EuGH zu gesetzlichen Buchpreisbindungssystemen Rechnung. Damit kann man also auch festhalten, nach der bisherigen Rechtsprechung des EuGH ist kein Verstoß gegen die praktische Wirksamkeit der Wettbewerbsregeln festzustellen. Jetzt könnte man sich allerdings überlegen, das wird in der Literatur als Kritik an der Rechtsprechung des EuGH vorgebracht, dass auch Maßnahmen, die eben nicht an eine Unternehmensvereinbarung anknüpfen, die Wirksamkeit der Wettbewerbsregeln aushebeln könnten und etwa wenn diese staatliche Maßnahme eine Unternehmensvereinbarung überflüssig macht. Der EuGH ist auf solche Ansätze aber nie eingegangen. Er hat vielmehr restriktiv an seinen Fallgruppen festgehalten. Insofern dürfte das eigentlich nicht zu erwarten sein. Aber selbst wenn man das mal unterstellt, dass irgendwann der EuGH seine Rechtsprechung erweitert, dann kommt man eben zu der Frage, ob dann nicht die Kriterien der Ausnahme vom Kartellverbot erfüllt sind, jedenfalls in dieser entsprechenden Anwendung. Und das ist auch dann in der Tat der Fall. Wenn man sich eben noch mal vergegenwärtigt, welche immensen positiven Wirkungen hier auch von der Buchpreisbindung ausgehen, im Hinblick auf die Erhaltung einer flächendeckenden Buchhandelsstruktur, einer Steigerung der Nachfrage nach und des Absatzes von Büchern, auch eine Verbesserung des Serviceangebots durch Beratungsangebote und eben auch das durchschnittlich jedenfalls niedrigere Preisniveau von Büchern, dann sind das insgesamt ja, so große Effizienzgewinne, dass sie die Nachteile aus der Beseitigung des produktinternen Wettbewerbs, es geht ja nur darum, dass das gleiche oder dasselbe Buch eben nicht zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird, dass das eben kompensiert oder jedenfalls sogar mehr als kompensiert wird. Und davon profitieren dann eben auch die Verbraucher. Denen kommt dieses erweiterte Buchpreisangebot und die durchschnittlich niedrigeren Preise zugute. Und schließlich muss man sich klar machen, der Wettbewerb wird ja nicht vollständig ausgeschaltet, sondern es herrscht ein intensiver Wettbewerb zwischen den Verlagen und auch zwischen den Buchhändlern. Und hier wird eben gerade auch dieser Wettbewerb intensiviert, wie wir vielleicht dann auch noch nachher hören, zwischen den Buchhandlungen. Da muss man sich eben auch gegenüber anderen Buchhandlungen profilieren. Und das gibt wiederum Anreize hier zu besonderen Leistungen beim Absatz der Bücher. Solange jedenfalls eine sehr polypolistische Struktur mit vielen Verlagen auf der einen Seite und vielen Buchhändlern auf der anderen Seite existiert, besteht auch keine Gefahr, dass es hier irgendwie zu einer Abstimmung von Preisen dann hinsichtlich der unterschiedlichen Bücher kommt, dass man generell das Preisniveau anheben will. Also Herstellerkartelle sind nicht zu erwarten in der Buchpreisbranche. Ein allerletzter Aspekt ist dann noch, selbst wenn man irgendwie zu einem Ergebnis käme, dass man unsicher ist, ob jetzt die Kriterien dieser Ausnahme vom Kartellverbot erfüllt sind, wenn man das auf staatliche Maßnahmen anwendet, was ja bisher nicht geschieht und auch eigentlich zu Recht nicht geschieht. Aber wenn man es machen würde, dann müsste man im Grunde konsequent sein und sagen, na gut, die Kriterien in Artikel 101 Absatz 3 sind auf Unternehmensvereinbarung zugeschnitten. Wir müssen dann auch berücksichtigen, dass der Staat ein legitimes Regelungsinteresse haben kann und müsste auch im Rahmen dieser EFE-Util-Rechtsprechung hinsichtlich der Bewahrung der praktischen Wirksamkeit der Wettbewerbsregeln eine Rechtfertigung eines Eingriffs zulassen, ebenso wie bei der Warenverkehrsfreiheit und hier eben Erfordernisse, ein zwingendes Erfordernis des Allgemeininteresses berücksichtigen. Und damit wäre man bei der gleichen Situation wie bei der Frage, ob die Warenverkehrsfreiheit unzulässig beschränkt wird und müsste hier die gleichen Maßstäbe anlegen und käme dann auch zu dem Ergebnis, dass der Schutz des Buches als Kulturgut eben eine Rechtfertigung darstellt. Fazit aus rechtlicher Sicht, es besteht kein Handlungsbedarf, das Buchpreisbindungsgesetz ist mit dem EU-Recht vereinbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Fuchs.
Frau Beurich, wir haben jetzt viel über Buchhandlungen gehört. Sie sind selbst Inhaberin einer Buchhandlung in Hamburg. Die Ergebnisse haben mir jetzt auch gezeigt, dass der stationäre Buchhandel eine sehr besondere Rolle auch spielt in vielerlei Hinsicht. Welche Bedeutung hat denn die Buchpreisbindung für Sie als Buchhändlerin ganz konkret in der Praxis? Ich darf das nur untermauern, was meine Vorredner gesagt haben. Vielen, vielen Dank. Vielleicht gestatten Sie mir zunächst ein paar Eckdaten zu meiner Buchhandlung. Stories ist eine klassische Stadtteilbuchhandlung in Hamburg-Eppendorf. Wir haben 180 Quadratmeter Verkaufsfläche und konzentrieren uns auf die Sortimentsschwerpunkte Belletristik, Kinderbuch und aktuelles Sachbuch. Ich beschäftige 5 Buchhändler, also um genau zu sein, beschäftige ich 1 Buchhändler und 4 Buchhändlerinnen. Und ich bilde aus. Wir machen im Jahr ungefähr 50 Veranstaltungen, davon ein geringer Teil klassische Autorenlesungen, zu einem weitaus höheren Teil, weil deutlich erfolgreicher, unsere eigenen Buchvorstellungen. Da freuen wir uns an diesen ungefähr 35 Abenden im Jahr über ca. 90 Gäste und wir stellen unsere aktuellen Lieblingsbücher vor und ich glaube, wir machen das seit 11 Jahren, eigentlich solange die Buchhandlung besteht und ich glaube, dass ich sagen kann, wir gewinnen damit neue Leser und wir begeistern Menschen für Literatur und fürs Lesen. Wir kuratieren unser Sortiment sehr, sehr sorgfältig und mit sehr genauem Blick für unsere Zielgruppe. Aber trotzdem mache ich heute, ich generiere mit den Top 500 Titeln 25% meines Umsatzes. Wenn ich diese Titel morgen nach dem Fall der Preisbindung mit Nachlässen zwischen 20% und 40%, wir haben es eben gehört, Prozent verkaufen müsste, weil sie der Supermarkt um die Ecke oder auch die großen Filialisten und Amazon zu dem gleichen Preis verkaufen, dann hätte das gravierende Konsequenzen auf unsere Beratungsqualität, auf den Personaleinsatz, auf die Intensität, mit der wir unsere Arbeit betreiben und natürlich auch auf die Veranstaltungen. Dank der Preisbindung kann ein Sortiment wie meines heute sich im Wettbewerb behaupten, neben den großen Filialisten und Amazon. Das, was mir an Nachfrage macht gegenüber den Herstellern fehlt, das, was mir an Finanzkraft fehlt, wird durch die Preisbindung ausgeglichen. Und wissen Sie, heute kann ich zu meinen Kunden voller Überzeugung sagen und jeder einzelne meiner Kollegen ebenfalls, wir können alles, was die Großen auch können. Wir haben das gleiche Leistungsspektrum und wir verkaufen zum gleichen Preis. Aber wir lächeln. Bei uns gibt es Kaffee, bei uns gibt es selbstgebackenen Kuchen, bei uns gibt es jede Woche 2 Veranstaltungen und damit gewinnen wir am Markt und wir behaupten unseren Platz. Buchhandel ist Vielfalt und braucht Vielfalt. Sowohl auf Händlerseite, und ich glaube, wir sind alle sehr dankbar darüber, dass wir heute noch über 4.600 Buchhandlungen und damit eigentlich einer flächendeckenden Versorgung in Deutschland verfügen, aber auch auf Angebotsseite. Und ein Hersteller, eine Produktion, die sich ausschließlich an Verkäuflichkeit orientiert, verflacht, wird banal, wird uninteressant und wir riskieren, noch mehr Leser zu verlieren. Und dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel sagen. Nehmen Sie das von mir, Dr. Hansen war ein Beispiel, aber ich habe noch ein anderes Lieblingsbeispiel, den von mir wirklich sehr, sehr geschätzten Trafikanten von Robert Seethaler. Ich finde, einem der wichtigsten Bücher über Zivilcourage und Freiheit. Und dieses Buch ist erschienen von einem bis dato relativ unbekannten Autor, einem Österreicher, keiner hatte ihn so richtig auf dem Schirm, und in einem kleinen Schweizer Independent-Verlag mit, glaube ich, zero Werbebudget. Und trotzdem hat es dieses Buch innerhalb weniger Wochen geschafft, auf die Bestsellerlisten zu kommen und dort über Wochen und Monate zu bleiben. Aus dem einfachen Grund, weil meine Kollegen und ich mit dem einfachen Satz, das müssen Sie lesen, dieses Buch groß gemacht haben. Nischen sind es, die Vielfalt produzieren, die neue Ideen kommen lassen, die dafür sorgen,
das zwischen unseren Ohren mal durchgelüftet wird. Und deswegen glaube ich, Buchhandlungen sind das, was die Soziologen den dritten Ort nennen. Ein Ort, der neben Arbeitsplatz und Zuhause eine Relevanz hat im Leben der Menschen. Ein Ort, wo Wahrheit vermittelt wird, wo Meinungsvielfalt herrscht, wo gestritten wird, wo diskutiert wird. Und ich glaube, wir sind überhaupt nicht in einer Situation im Moment in diesem Land, wo wir es uns leisten sollten, nein, wo wir es uns nicht leisten dürfen, darauf zu verzichten. Vielen herzlichen Dank, Frau Beurich. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen hier auf dem Podium für Ihre Informationen. Jetzt haben Sie hier die Anwesenden noch Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen. Ich glaube, wir haben ein Mikrofon auch hier. Wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich, sagen Sie, von welchem Medium oder von welcher Institution Sie hier sind und bitte sprechen Sie nur, wenn Sie das Mikro vor sich haben, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer im Livestream Ihre Frage auch verstehen. Gibt es eine Frage? Hier hinten. Ja, hallo, Gertrud von der Deutschen Presseagentur. Ich habe zwei Fragen an Herrn Götz. Zum einen diese Basis von 420 Titeln, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, über 8 Jahre ist das ein Titel pro Woche. Reicht Ihnen das als wissenschaftliche Basis für solche Aussagen? Die zweite Frage ist, es gibt diesen einen Titel E-Commerce. Können Sie den bitte nennen, wer das war? Und dann habe ich noch eine andere Frage. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das ist der Junge, der Träume schenkte. Typischerweise sind Fantasy-Artikel oder Fantasy-Titel sehr stark im E-Commerce. Das sind eigentlich, die Frage ist, das sind eigentlich eher Social-Media-Titel, würde ich sagen, die dann, wenn sie sowieso in den sozialen Medien sich bewegen, dann bestellen sie halt auch unmittelbar bei Amazon. So, glaube ich, kann man sich das vorstellen. Ja, und 420 Titel ist eigentlich gar nicht so wenig für so eine Datenbasis. Ich meine, zum einen gibt es gar nicht mehr, das sind die spannenden, wenn sie sich anschauen. Es ist eigentlich so, wenn je genauer sie reinschauen, umso mehr würden sie das noch aufspalten auf verschiedene Teile. Dann schauen sie sich es genauer an. Sie müssen dann vorsichtig sein, dass es nicht zu anekdotisch wird. Aber ich glaube, damit haben wir schon eine gute Basis, eine relativ breite Basis. Und ich meine, es ist so, wie es ist. Wir haben schon eine super tolle Datenbasis. Was wir tun werden, ich meine, ich habe das auch mit explorativer Analyse überschrieben, wir werden uns dann auch noch Top 50 Titel, ich weiß nicht, ob Sie wissen, der Spiegel hat ja nicht nur diese Top 20 Bestsellerliste, sondern die Buchhändler sehen auch eine Top 50. Da werden wir das noch ausbreiten. Also das heißt, das ist ein weitergehendes Forschungsprojekt. Ich finde, die ersten Zahlen, die wir da haben, sehen passt mit dem überein, was wir erwartet haben. Und das ist aber dann so, dass wir dann schauen werden, okay, von unseren 50.000 Titeln, wie viele fallen da noch rein mit den Schwellenwerten und so weiter. Dann bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob Herr Sprang oder Herr Koch, können Sie vielleicht sagen, es sind ja beides Auftragsarbeiten, Auftragsuntersuchungen, können Sie sagen, was für ein finanzieller Umfang das ungefähr ist? Oder genau, bitte. Ja, können wir genau sagen. Also insgesamt hat der Börsenverein für dieses Gesamtprojekt knapp 300.000 Euro Budget. Jetzt muss man da sagen, davon sehen die Forscher selbst nur einen kleineren Teil, weil der größere Teil der Kosten ist für die Datenbeschaffung. Denn auch wenn das nur eine wissenschaftliche Nutzung der Daten war, das sind einfach große Datenbanken, die kommerziell bewirtschaftet werden. Und wir haben eben alle Datenbanken aus allen Ländern versucht zu kriegen und haben es ja auch geschafft, sonst wäre ja auch die Forschung nicht möglich gewesen. Das heißt, der weit überwiegende Teil dieser Summe geht auf die Datenbeschaffung. Wir haben für das Gießener Projekt 70.000 Euro zunächst ursprünglich an Drittmitteln zur Verfügung gestellt und dann da hat das Projekt etwas länger gedauert und wir haben, glaube ich, 15.000 Euro noch nachgeschossen und wir haben für die Kartellbetrachtungen von Professor Fuchs 60.000 Euro angesetzt. Und wie gesagt, der ganze Rest sind Datenbeschaffungskosten oder auch kleinere Kosten für so eine Veranstaltung wie heute und so weiter. Gibt es weitere Fragen? Alle umfassend informiert. Die Podiumsteilnehmer stehen für Sie hier auch noch für Rückfragen zur Verfügung.
Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren und bedanke mich auch allen bei Zuschauerinnen und Zuschauern des Livestreams. Besuchen Sie uns jetzt auf unserer Webseite www.börsenverein.de/preisbindung. Dort finden Sie die wichtigsten Kernergebnisse nochmal zusammengefasst. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.